Im Wohnraum, du Hauer. Ja, schon besser. Was? Ja. Ja, schon besser, Andi. Oh, oh, ja, schön. Jawohl, sagte. Los, rennen und rauf. Jawohl. Für die 12 Minuten. Jawohl, Stabbel. Der ist besser. Nee, lass ihn. Na wieder, wenn er kurbelt. Jawohl, Steffi, holen hoch. Mach mal ein doofes Gesicht. Hau ab, Mann. Wir sind mir wieder weg. Der, oh, der ist gut. Mach bitte. Oh, der macht aber. Der ist ein bisschen größer. So, jetzt wird sich stoppen. Alter, Vater. Nimm mir den Rot ab, Alter, ich koche. Tadam. Den dritten hat er schon. Nee. Nee, Lenk. Falls es einer ist. Warte mal, Steffen, warte mal ganz kurz. Oh, jetzt. Geht mal. Bisschen weiter runter die Rute halten. Ja, so. Alter. Warum hat er... Ach, Gaff hast du schon. Ja, so ist richtig. Der hat ihn gesagt. Oh, da kommt er. Oh, jawohl. Das ist der Meter! Oh! Schön ist die! Steffen, du hast gesehen hier! Ah, jetzt bin ich hier drin, jetzt macht nicht! Macht nicht, immer Kurbel! Immer Kurbel! Ja, das ist er! Das ist er! Jawohl, Steffen! Jawohl! Jawohl! Hey, warum denn? Der hat über Meter. Der hat einen Meter. Oh, der hat über Meter. Pille mehr. Alter. Schöpfen. Wunderbar. Oh. Was wird so? Warte. Steffen Zwisch. Umgedreht 1,13 Meter. Ja, jetzt hältst du nochmal den Zollstock an das Messer ran. Ja, ja. Das ist der Meter. Das ist der Meter, 1,13 Meter. So. Ja. Ja, dann machst du ein bisschen lose, Andi. Na, ja, nicht, die hast du noch nie lose, der nimmt noch nicht. Zu stramm. Oh. Der Bruch ist also nicht. Ja, film mal kurz. Oh. Nehmen die an? Ja, schon alles an. Oh, ist das die Schein. Alter. Wo ist denn hin? Nee. Dort in den Link schlöpfen, oder? Das Rote muss blinken. Nein, X würde doch blinkt, ja. Komm rüber, bring mir nur Wände. Oh, dran, Mann, ich muss mal den Coach schlagen. Warte, eine Mitte. Hier. In der Mitte. Ich darf mal eine Mitte aufmachen. Bitte schön. Oh, jetzt ist der Ball.
Jan! Ey, wir haben schon ab, wa? Nee, das ist kein Poller. Hast du Mittelwasser oder was? So, der ist wie Steppensenner. Hä? Where do I go? Hey, that's what I'm... Chewy, you know, you know. That's really you. Ich hoffe, dass ich dir drauf habe, noch was. Alter Vater. Der steht ja wie eine Bombe. Tastenmeter, noch was. Hoffentlich. Wer ist es? Fahrer jetzt am letzten Tag noch. Das ist meistens immer so. Come on. Na, jetzt hat er. Jetzt ist er oberhalb. Jetzt ist ein Meter. Der hat einen Meter, also. Come on, der hebt jetzt nochmal. Oder ein schöner fetter Lump. Das kann alles sein. Kann alles sein. Alles. Guck mal, fang an zu schwitzen. Ja, da hat Steffen auch gesagt, den muss ich die Mütze bei abnehmen. Nein, er will noch nicht an. Er will noch nicht, wa? Und? Ab! Alter! Oh nö! Nee. Da passt nur so. Jetzt drauf drücken? Nochmal auf Kopf. Dorsch. Tatsächlich ein Dorsch. Ich glaube, der stimmt. Okay, schlecht. Nö, der ist nicht schlecht. Jawohl, wieder eine Bedeutung. Nee. Okay. Ich glaube, du bist dein Tag heute. Mach, was du willst. Oh, wie die angewummert. So muss es hin. Ehrlich, da ist er. Ein bisschen kleiner, wohl rin. Mit Angeln nach vorne und jetzt hier rin. Nicht einfach. Da ist er wieder. Hoffentlich ist er derselbe. War ein bisschen vorsichtiger. Das ist bestimmt ein Lenk. Oder ein Lump. Oder ein Lump. Kann alles sein. Wie Nico sagt. Immer noch runter. Villa. Alles eingestiegen. Jetzt muss er mitfahren.
Soll ich dir den Lippgriff hinlegen? Na, der muss ja jetzt bald oben sein. Wenn die selbe Schnur ist, dann wird es noch 10 Meter. Auf jeden Fall. Ich glaube 30 oder so. Die große Kohle. Jetzt ist er schon zu sehen. Ganz hinten. Guck mal, wie der sich dreht, ruckartig. Klar, so. Nee, ein Lenk. Und der hat sie eingedreht. Jawohl, Junge! Da ist er. Und das ist der Meter, hundertprozentig. Ach, sehr gut. Ja! Du musst auch so schreien wie Steffen. Nee, so brauche ich nicht. Ich freue mich innerlich. Aber schön. Schönes Ding. Danke für das Aufnehmen. Und Kobel. Nee, er pumpt eher. Wie ein Maikäfer. Nico macht sich zum Gaffen bereit. Jawohl, Junge! Nico, zeig ich mal hoch! Oh! Ein ordentliches Gerät, noch ein bisschen höher! Ja, sehr gut! Wunderbar! Petri! Da versteckt er das Bier. Ja. Das bringt sowieso nichts. Das wurde alles schon gesehen.
Happy versteckt haben muss. Ja. So, weil er fotografiert immer so. Hier war heute, hier ja, war heute, polnische Bier im Umlauf. Ja, ich habe mich gestaunt. Also nochmal im Bunker. Lutze hat gedacht, er trinkt nur ernst keine Bier. Achso. Er hat einen Kühlschrank gehabt. Das kann er doch auch. Ja, ja. Ja, da will ich Bier trinken. Reingeklotzt. Ja. Hast du deine Stangen hier mit drin? Ja. Nee, der hat er extra Futteral. Die stehen hier vorne. Futteral hat er 600 oder was? Nein, ich hatte kein Futteral mit. Dann waren sie da mit drin. Doch, die habe ich da mit drin gestellt. Kann sein. Was die? Hier oben drauf, auf Plateau. Ja, aber ein langer Ort. Das ist schon sehr an. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal drin. Das ist schon mal die Scheibe. Ich bin nicht hier. Hat aber dann gesagt, wie bescheiden wenn du hoffen kannst. Aber der macht unten noch, der puckt noch mal zu. Naja, der sagt, in ein paar Minuten ist alles erledigt. Das ist aber alles erledigt, das ist was hier gerade schon. So, keine Urlaub, was halt auch immer bescheid. Wir müssen aufpassen, wenn der Packerwagen kommt. Aber irgendein Fach kommt der und dann lass ich den Kopf abrufen, wenn die Urlauber da sind. Das ist alles Quatsch. Der braucht sich da keinen Kopf machen. Und so ist es so. Wenn er abgepumpt hat, sagt er, danke euch dann alle. Dann noch hoch. Bus Lando fährt sein Boot auslippen. So, machen wir noch eine kleine Haustour. Das ist unsere kleine Küche. Alt, auch funktional. Drin. Und jetzt hier in die Wohnstube. So, da kommt gerade vom Duschen. Na, Vater? Ja. Wie ist das Bad so? Sehr schön. Hm? Richtig schön warm geduscht. Sehr gut. Dusche ist hier. Nicht jetzt groß, aber schön. Fühle ich mich richtig wohl. Sehr gut. So, dann wollen wir nach oben gehen. Dieser steile Pfad führt nach oben. Schläft Nico. Hier schlafe ich. Und der Lutz hat sein Ehebett. Hat aber eigentlich auch nur so breit, dass das eine Person reinpasst. Auto steht schon bereit zum Slippen. Naja, wir müssen ja noch mal die Häuser zeigen ein bisschen. Häuser. Ich habe schon am Anfang gemacht, die Häuser. Ja. Wiss ich nicht. Keine Ahnung. So. Hier ist eine größere der beiden Häuser. Hier ist gleich an. Das Bad, aus dem teilweise Gerüche strömen. Von Zitrone über Zahnpasta bis zu anderen Sachen. Hier ist die Küche, wie man unschwer erkennen kann. Herd ist schon an. Hier wurde mal Bier waschen.
So, Heiko. Hm. Oh, die Wohnstube. Unser kleines Museum, wa? Museum. 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 Ein Ausblick, den wir jeden Morgen haben. So, hier von Andreas und Steffen. Hier wohnen Dietmar und Orlando. Ja, wie gesagt, der letzte Tag, Angeln sind schon eingepackt. Wir haben auch regelmäßig davor gestanden, um zu gucken, was das denn war, wenn man eh wussten. Wer schläft denn wo, Vater? Ja. Da schläfst du? Ja, hier schlafe ich. Hier schläft Hartmut? Da drin schläft Hartmut. Das größte Schlafzimmer. Und hier vorne schläft Reiko, oder? Hat hier einer geschlafen? Nee. Ja. Hat hier einer geschlafen? Ja. Hier drin? Ja. So. Und hier kommen wir raus zu der Terrasse. Die wir schon ganz oft von außen gesehen haben. Das war's.
Kisten werden? Ordentlich Kisten. Ich würde mich mal wundern. Okay. Ein paar sind nie richtig durchgefroren, ne? Ne? Von hier jetzt her. Da auf 100%ig. Naja gut, wenn die meisten hauptsächlich durchgefroren sind, dann wird das schon gehen, sag ich mal. Ja, dann wird das nicht gepackt, dann. Hab ich schon. Ich schon mal unten. Ach du Scheiße, da ging das ohne in der Tüte lenkt. Das ist bitte. Hast du das so offen, lieber? Alles drauf. Na mal. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nochmal. Jetzt wird es langsam eng. Lass mal so, wa? Ja. Mensch, verabschiedet er sich uns, wisst ihr, aber hier von seiner besten Seite, wa? Ja. Er will wieder, dass er gerade wiederkommt. Das will es. Das machen wir auch nächstes Jahr. Also ich zumindest. Das ist nicht jeder. Wer hat das ganze Zeug geangelt? Ihr alle hier. Die Fjordräuber. Die Fjordmöwen. Wie nenne ich die immer? Ja. Die Kormorane, wa? Kormorane. Fjordkormorane waren das gewesen. Also 150 Kilo Fisch haben wir garantiert. Mindestens. Ich sag ja, wir kommen nah ran an die Freimenge. Und da kommt noch ein Sack. Die ganze Kugel ist noch voll, ja. Schelfe von Makarele. Echte? Rotbarsch? 20. Rotbarsch. Kleine Tüte. Das war wie so ein Raubzug. Das war ein kleiner Raubzug, der hat ein bisschen länger gedauert, aber. Das ist jetzt leer. Was ist da hier noch drin? Das ist noch eine drin. Da ist zumindest noch ein riesengroßer Schellfisch drin. Und der wird auch noch viel Nachwuchs sorgen. Ja. So, jetzt guck mal, wie hier. Oh, Klebeband. Was? Mach hin da, Wolfgang. Wir müssen alle was sagen. Was machen wir? Vielleicht mal. Ich habe schon wieder vergessen, aber wie hieß ich? Steffen, du musst um mit dir hier. Wie hieß ich? Nico, mach mal ein blödes Gesicht, gut reicht. Nee. Norbert hat den Zweitgrößten gefangen? Nee. Nico. Nico. Norbert und ich. Ja. Nico und Norbert. Ich bin gleich abgeschlossen. Ja. 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 Was ist mit dir da hinten? Dicke Knollen. Du hast ja schon mal den Kopf beiseite. Was naja, gut. Ich alles andere. So macht er schon mal. Steffi, so. Komm mit her hier. Wie siehst ich in Wistal? Ja? Was müssen wir jetzt sagen? Wie siehst ich in Wistal? Wie siehst ich in Wistal? Aber du hast es nie gesagt, Norbert. Wie siehst ich in Wistal? Ah. Gut.
Wir scheißen im Wister, die Scheiße ist voll. Oh, ich glaube, dass diese Dampf. Alles nochmal nachgeguckt. Ja. Nein. Also hier bei uns im Haus, ja. Bei uns im Haus ist liegen geblieben, ja. Ja. Nee, da haben wir geguckt. Habt ihr alle euer Bettchen gemacht? Ja, Lutz, hast du wohl ein paar Doofe kennengelernt, wa? Ja, Lutz, muss mir dein Telefon auch nochmal hier. Muss telefonieren? Meine Rolle nee. Toilettenpapier. Ja! Gut. Ich habe eine eingepackt. Alles unterm klar. Sitz. Das ist schön. Die wird ja reichen für uns alle. Oh ja. Nehmen wir an, die Werke auch brauchen. Außer einer hat Durchfall, den müssen wir ernst nehmen. Braucht jeder eine ernste Rolle. Orlando, gibst du weiter ab? Zieh doch mal nicht an. Ein Blatt kann ich abgeben. Los, los, da rum, wie ein Lump. Ich habe ja auch den Seelkäse gefangen. Dockerscham, kannst du mal anschauen. Da war die verkehrt drin. Hast du einen rauen Arsch? Nee, das ist egal. Die Kraftkraft. Wenn der ein bisschen dicker ist, dann kannst du den. Bloß die faltet sich so schlecht. Das ist wie mit einer mit der Topf bestellt. Und ich so übereinander klatsch. Das würde ich mit der Topf bestellt meinen Arsch überstürzt, Leiko. Nee, Vater und Sohn. Ah, nee, das ist ja so, und Sohn und Vater. Da